geht ja nicht nur darum, ein optimal gestaltetes Gebäude in Hinsicht auf Energie zu planen, sondern es geht darum, einen Ort der Arbeit zu planen, des Lebens, des städtischen Lebens. Es ging um etwas Kompaktes, um etwas Offenes, etwas, wo man sich sofort dran orientieren kann und Kommunikation möglich ist. Und das Wesentliche, auf was wir uns konzentriert haben, ist, die Hülle möglichst klein zu halten, die Abstrahlung von Energie eben weitestgehend zu minimieren. Und das sind schon Kriterien, die hier also sehr erfolgreich waren. Das Haus verbraucht durchaus Energie. Es ist auch bei einem Bürogebäude bis heute nicht anders möglich. Was wir aber minimieren können, sind die Energieverluste. Das haben wir getan durch verschiedene Maßnahmen, eine sehr effiziente Wärmedämmung und Verglasung mit Kastenfenstern, die uns auch im Hochhaus einen ausliegenden Sonnenschutz ermöglicht. Wir haben Solarthermie, also Wärmeerzeugung über die Sonneneinstrahlung. Wir haben eigene Stromerzeugung hier im Gebäude, also zwei Kraftwerke, die mit Biogas betrieben werden. Die Abwärme der Stromerzeugung nutzen wir wieder zur Kälteerzeugung. Das sind also Absorptionskältemaschinen, eine relativ neue, komplexe Technologie. Großes Augenmerk haben wir auch darauf gelegt, lokale Baustoffe zu verwenden, die also keine großen Transportwege hinter sich haben. Und es gehört einfach heute dazu, dass man energietechnisch und ressourcensparend plant und auch neue Ideen in diesen Bereichen mitbringt und guckt, was gibt es am Ort für Möglichkeiten, mit alternativen Energiekonzepten zu arbeiten.